Hallo Leute, es ist wieder dachtastisches Wetter, die Sonne scheint und der Himmel über Berlin wäre nichts ohne Wind, deswegen schon einmal Entschuldigung, es ist Herbst so langsam und da kommt immer mehr Wind und bereits habe ich schon einen Filmtitel in dieses Video verbaut und von welchem Regisseur der benannte Film ist, könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr es überhaupt mitbekommen habt. Und wie ihr in dem Video seht, soll es heute um das Thema Schicksal gehen, aber nicht im Sinne von Religion oder der Frage, wo gehen wir hin nach dem Tod, nein, eher etwas philosophisch-wissenschaftlicher Herangehensweise und auch so ein wenig in die Richtung, wie schon mal das aufgelöste Paradoxon. Vielleicht für alle, die ein wenig mitdenken wollen oder sich fragen wollen, okay, was steckt dahinter? Ich habe nämlich vor langer Zeit, als ich noch zur Schule ging, mal eine sehr interessante Theorie gehört aus dem Bereich Physik. Die wird dann zwar widerlegt und so werde ich es auch am Ende des Videos sagen, aber ich fand es wahnsinnig spannend und sie betraf die Frage, ist das Schicksal vorherbestimmt? Das ist ja eigentlich eine grundlegende Frage, die besonders Menschen, die religiös sind, ja immer wahrscheinlich verneinen würden und Riesendiskussionen in der Geschichte schon verursacht hat, ob wir selbst einen freien Willen haben und eine Freibestimmung oder wacht jemand über uns, aber eine ganz einfache Frage, beziehungsweise kann man es, dieses physikalische Beispiel, auf eine einfache Sache zurückbrechen. Zum Beispiel nehmen wir das Spiel Billard. Billard kennt ja wahrscheinlich jeder von euch. Billard, das Spiel mit den Kugeln. Eine weiße Kugel stößt man an und drischt sie quasi auf farbige Kugeln. Und dass Billard kein Glücksspiel ist, sollte den meisten von euch einleuchten. Denn wenn ich eine Kugel habe, die eine andere Kugel trifft, nimmt die dann einen anderen Verlauf. Warum? Ja, weil es nun mal physikalische Grundsätze von Kraft und Aktion und Reaktion letztendlich sind. Wenn ich eine Kugel mit einer bestimmten Kraft auf eine andere Kugel stoße, kann ich aus einem Kräfteverhältnisdiagramm abzüglich Reibung, Luftwiderstand und all dem drum und dran, kann ich rein theoretisch ganz genau berechnen, wo wird diese andere Kugel landen. Und das ist das Prinzip, wie Billardspieler natürlich spielen. Versuchen, eine Kugel in einem Loch auf dem Billardtisch zu versenken. Nun ja, das sollte eben einleuchten. Eine Kugel trifft eine andere und ich kann ungefähr abschätzen, was wird passieren und mit Computern ganz genau berechnen. Das geht aber nicht nur, wenn man eine Billardkugel hat, sondern wenn man auch zwei hat. Ich könnte zum Beispiel auf zwei Billardkugeln schießen oder eine Kettenreaktion von Kugeln, die sogenannten Trickshotter beim Billard, die quasi so viele Tricks zeigen, wissen ganz genau, wie das funktioniert. Mit viel Üben können sie auch das. Was aber wichtig ist, ist, dass es tatsächlich berechenbar ist. Ich kann unter idealen Verhältnissen, also ich gehe davon aus, dieser Billardtisch ist absolut gerade, ich kenne den genauen Luftwiderstand, die Kugeln sind perfekt beschaffen, kann ich berechnen, wo würde zum Beispiel, wenn eine Kugel auf zwei stößt am Ende, wo werden alle drei Kugeln am Ende landen, werden sie sich nochmal gegenseitig berühren, wie oft werden sie die Banden berühren, ist alles berechenbar. Wenn das also für eine Billardkugel trifft auf eine andere gilt oder eine trifft auf zwei, lässt sich das rein theoretisch, und das ist immer wichtig, die Theorie auch berechnen für 3, 4, 5, 6, 7 Billardkugeln. Das heißt, ich könnte auch beim Anstoßen des Billards, aber nicht auf 10 Kugeln, schieße auch berechnen, wo alle Kugeln einmal landen werden. So, das ist jetzt für mich die Voraussetzung. Und wie komme ich vom Billard zu Schicksal? Berechtigte und große Frage an der Stelle. Nun ja, wenn wir jetzt einmal annehmen, also dass ich auf ganz viele Billardkugeln schießen kann und könnte am Ende bestimmen, wo alle Kugeln landen, ist es zwar ein wenig vielleicht weit hergeholt, aber im Grundprinzip funktionieren Atome auch nach dem Prinzip, dass sie sich anziehen und abstoßen, dass immer wieder Kräfte wirken und eine ständige Massenkarambolage stattfindet. Und das ließe sich bei 2, 3 Atomen genauso gut berechnen. Und letztendlich der Aufbau der Atome bestimmt ja die Elemente. Aber das habt ihr alles in Chemie gehabt. Nur ist das Problem, dass allein in meinem Finger sich wahrscheinlich Millionen Atome befinden und es nicht berechenbar ist. Wir haben keinen Computer auf dieser Welt, der berechnen kann, wie all diese Atome gerade sich miteinander verknüpfen, bewegen, abstoßen, anziehen und so weiter und so fort. Das ist die eine Sache. Wir können es nicht berechnen. Aber die Frage ist, nach dem Prinzip der Billardkugel, und das war in der Physik tatsächlich eine lange Idee, die auch für sehr viele Diskussionen gesorgt hat, ich kann es zwar nicht berechnen, wo alle Atome landen, beziehungsweise alle Billardkugeln sind, wenn es Millionen viele wären, aber es wäre rein theoretisch berechenbar. Es gibt also eine Aktion und eine Reaktion. Ich könnte jetzt, wenn zwei Atome miteinander kollidieren, bestimmen, wo sie gleich wären. Und genauso kann ich es dann, auch nach der vollständigen Induktion quasi, wenn viele Atome miteinander reagieren. Also Millionen, Milliarden. Ich könnte also jetzt gleich nach diesem Prinzip, dass ich weiß, wie was miteinander reagiert, bestimmen, wo sich zwei Atome in einer Millisekunde befinden. Oder in 100 Millisekunden oder in 1000 Millisekunden, also in einer Sekunde. Wenn ich das aber für 10 Atome, 1 Million Atome, die sich auf ganz kleinem Raum befinden, machen kann, dann kann ich das auch für Milliarden. Billionen, Milliarden, Trillionen, Trilliarden. Rein theoretisch. Ich kann das noch nicht berechnen, weil wir haben einfach nicht die Rechenleistung dafür und vor allem nicht in Echtzeit. Aber rein theoretisch kann ich bestimmen, wo sich ein Atom in der nächsten Sekunde befinden wird. Wenn ich aber auch bestimmen kann, wo es sich in der nächsten Sekunde befinden wird,
kann ich auch rein theoretisch bestimmen, wo es sich in 2 Sekunden, in 3 Sekunden, in 4 Sekunden, 5 Sekunden befinden wird. Ergo, das ist quasi immer nur das ständige Fortsetzen dieser Funktion. Wenn ich aber bestimmen kann, wo etwas, ein Atom sich in 5 Sekunden befindet, dann geht das auch genauso für morgen, nächste Woche, nächstes Jahr, 2 Jahren, 5 Jahren. Also dieses Grundprinzip der Billardkugeln und des An- und Abstoßens kann man darauf transportieren, dass man sagt, ich kann auch rein theoretisch natürlich berechnen, wo sich ein Atom in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 50 Jahren befinden wird. Da wir alle nun mal aus Atomen bestehen, die Luft, unsere Atmosphäre, wir Menschen, alles, was wir tun, was wir erschaffen, was wir bauen, was wir machen, auch unser Gehirn, letztendlich und sich dann auf erschreckende Art und Weise berechnen ließe, wo sich alles befindet in 5 Jahren, könnte man berechnen, wo unsere derzeitige Zusammensetzung aus Atomen sich auch in 5 Jahren befindet, ergo wo wir uns befinden. Und das auch für jede Minute dazwischen. Und wenn ich natürlich vorausberechnen könnte, auch wenn die Rechenleistung nicht besteht, wo sich was, wann, wie befindet, dann ist Schicksal tatsächlich vorherbestimmt. Ich hoffe, euch ist das klar. Ich kann berechnen, wo was sein wird. Und damit ist alles jetzt schon vorhersehbar und vorbestimmt und kein Zufall mehr. Und die Frage des freien Willens und der freien Entscheidung wäre damit geklärt. Tatsächlich in der Physik eine sehr umstrittene Theorie und sehr interessant. Haben vielleicht einige von noch nie von euch davon gehört und ich fand das immer sehr, sehr spannend. Ich hoffe, einige von euch sind bis jetzt dran geblieben. Das ist vielleicht etwas schwierig, das zu verstehen, aber vielleicht auch ganz leicht. Und somit hat man sich lange gefragt, gibt es Schicksal und gibt es freien Willen? Eben mit dieser einfachen Begründung von Kräften zwischen Atomen und der Berechenbarkeit dieser Reaktion. Natürlich gibt es unendliche Komponenten und deswegen kann man das nicht berechnen. Aber die Frage ist ja wirklich nur, ist es rein theoretisch möglich? Weil wenn es das ist, ist es einfach alles kein Zufall mehr. Ja, so einfach war das. Bis dann, und jetzt kommt die Auflösung, ein gewisser Herr Heisenberg in den späten 1920er Jahren kam, 1927, und die Heisenbergsche Unschärferelation aufgestellt hat, die in der Quantenphysik besagt, dass man 2 komplementäre Eigenschaften eines Atoms nicht gleichzeitig messen kann. Also quasi kann ich nicht bestimmen, also es ist nicht messbar, mit welcher Geschwindigkeit ein Atom sich bewegt und zugleich die aktuelle Position des Atoms bestimmt. Und damit ist alles, was ich vorher gesagt habe, hinfällig und ihr könnt alle wieder glücklich sein. Ihr könnt immer noch an Schicksal glauben und freien Willen. Und dann nicht Vorherbestimmung oder eben auch an Vorherbestimmung. Aber vielleicht war das mal interessant. Vielleicht erzählt ihr es mal euren Eltern, mal gucken, wie die reagieren. Denn das Beispiel mit dem Billardtisch leuchtet jedem ein. Und wenn man das Ganze auf das Große aufzieht, kann man das Schicksal zumindest kurzfristig spaßigshalber in Frage stellen. Interessiert mich, was ihr dazu sagt. Ich hoffe, einige von euch sind dran geblieben und haben es verstanden. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Macht es gut, folgt eurem Herzen, lasst mir euer Wissen da. Und ob ihr so eine Rubrik macht, und das ist möglich natürlich, wird immer windiger und ihr versteht mich jetzt wahrscheinlich kaum noch, ergo, ich bin jetzt raus hier, macht es gut und tschüss.